Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil HD Remaster. Und genau, Freunde, ja, wir hatten beim letzten Mal eine sehr, sehr traurige Folge. Wir haben leider, leider Rebecca verloren. Wie gesagt, das... Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich die Schuld beim Spiel suchen soll oder... Ich fand halt, wie gesagt, dass er da keinen vernünftigen Hinweis bekommen hat. Aber okay. Gut, Freunde. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt das als nächstes diese geheimnisvolle Tür in der Haupthalle. Und da würde ich vorschlagen, packen wir uns nochmal eine Heilung rein. Und dann können wir losgehen. So. Wir verlassen ein für alle Mal das Herrenhaus. Und, ja, ich bin jetzt mal gespannt, was da unten so drinne ist. Ich meine, ob da jetzt wirklich der Weg zum Labor ist, ich weiß es nicht, ne? Ja, bin ich richtig gelaufen? Ja, ich muss halt einmal außen. Ah, wobei. Nee, wobei. Man kann ja auch hier hinten rum, ne? Durch den neuen Weg. Genau hier. Ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt ein für alle Mal das Herrenhaus verlassen, ne? Irgendwie habe ich es eben... Ach du Scheiße, ich bin erschrocken. Ja, das war das neue Bilderrätsel, was wir hier gemacht haben. Und, ja, Freunde, wie gesagt, es geht weiter. Auf uns alleine gestellt, tatsächlich. Ja. Schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Wir müssen jetzt hier wieder rein. Und dann hatten wir hier in der Haupthalle... ja, diese Tür mit diesen zwei Steinen. So. Wo wir schon das ganze Spiel uns gefragt haben, was hat es mit dieser neuen Tür hier auf sich? So, ja, neue Aufnahmesession. Ihr merkt es wahrscheinlich. Und Sonntagmittag tatsächlich. Und genau hier. Rechts und links neben der Tür sind achteckige Einbuchtungen zu sehen. Ja, da ich Respekt vor dieser Tür habe, habe ich mir jetzt auch eine Heilung mitgenommen. Weil ich habe da doch ein sehr, sehr unbehagliches Geschrei rausgehört. Wie? Und wir kommen jetzt hier doch nicht rein, oder was? Doch, ich wollte schon sagen. Also das wäre es jetzt wirklich gewesen. So, Freunde. Die Tür ist auf. Wir verlassen, denke ich mal, das Herrenhaus. Los geht's. Die beiden Symbole passen genau in die Tür. Öffnen, ja. Okay, Freunde, da bin ich mal gespannt. Ja, wo es uns jetzt hinführt. Ich habe es vor kurzem gespannt. Da ist eine Kiste! Okay, interessant. Oh Gott, was... ekelig hier, glaube ich. Was ist hier? Oh, Alter, erstes Untergeschoss. Ist hier irgendwas? Nein. Insekten auf dem Boden. Oh Gott, es geht da schon wieder ekelig los hier, ey. Alter, wo geht's hier runter, sagt man. Holz, ach du Kacke. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an den Schuh. Der Bereich hier. Aber okay. Nichts außer Tropfen an der Wand. Sau interessant gemacht. Ja, aber bis jetzt kam noch nichts Böses. Das kann sich ändern. Ist eine Leiter. Hier sind überall Kerzen rum. Nicht, dass die Liza wieder rumtüppelt. Bitte nicht. Ich dachte, wir hätten die jetzt ein für alle Mal erledigt. Es ruckelt. Ruckelt des Todes hier. Kerzen. Sehr atmosphärisch gemacht auf jeden Fall. Gut, und wir haben eine Leiter, die nach unten führt. Und wir haben hier was zu tun, tatsächlich. Frage ich mich jetzt gerade, was für ein Item hier liegen soll. Da liegt doch was, oder? Nee.
Hä? Freunde, was, warum ist es hier rot? Warum ist es hier rot, sagt mal. Hier ist sonst nichts. Nee, wir müssen da runter. Wir müssen da tatsächlich runter. Alles klar, dann gehen wir mal da runter. Oh Gott, was ist das denn? Warum ist hier ein Loch? Alter! You're a bit of a mess up. Ah! Chris, take a piece of the action. Alles klar, Wesker. Da ist Lisa. Okay. Was müssen wir hier tun? Wir haben hier Steine. Kann man die runterschieben vielleicht? Tatsache! Okay. Lisa ist angekettet. Wesker, machst du mal irgendwas oder was ist hier los? Okay. Ah, wir müssen die Steine runter machen oder was? Ja. Und was ist jetzt? Haben wir es jetzt hier verloren oder was ist los? Warum? Wesker ist weg. Aua, Lisa. Hörst du auf? Boah, zum Glück hat mich der Heilung mitgenommen. Wartet mal, Freunde. Wesker ist runtergefallen irgendwie. Und hier kommen wir nicht hin. Ich glaube, das war schlecht, oder? Wartet mal. Soll ich das jetzt nochmal laden? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, wir werden das nochmal laden. Shit. Ja, Wesker, Mann. Da müssen wir den da beschützen. Okay, ich verstehe. Wir waren ja nicht so weit weg, zum Glück. Besiegen Sie die Angst und überleben Sie. Ja, das versuchen wir, liebes Spiel. Oh Gott, aber da unten ist wieder ein Rätsel angesagt. Aber ich glaube, ich weiß, was man da machen muss, tatsächlich. So, und dann schnell hier wieder raus. Verdammt nochmal. Ich glaube, wir müssen das schnell machen, damit Wesker nicht... Oder wir müssen sie halt einmal kaputt schießen. Das ginge natürlich auch, ne? Dass wir die einmal kaputt schießen. Dass wir dann genug Zeit haben, weil sie ist ja dann gelähmt nach unserem Damage, den wir da veranstalten. Und sie ist dann gelähmt und dann können wir diese vier Steine runterschlagen. Ich glaube, das müssen wir so machen. Alles klar, Wesker. Diesmal lassen wir dich nicht sterben. Ich möchte hier niemanden mehr sterben lassen, mein Gott. Was soll denn das? Auch wenn Wesker, ja, ein gewöhnungsbedürftiger Typ ist. Aber den möchte ich hier nicht sterben lassen. Weil wir haben ja schon Rebecca auf tragische Art und Weise verloren hier. Da muss Wesker nicht auch noch sterben, ne? Ich bin gerade am Überlegen, ob wir tatsächlich davor nochmal abspeichern. Ich meine, wir haben genug Farbbänder. Mir ist die Anzahl der Speicherungen ja egal. Damit ich nicht immer wieder hin und her laufen muss hier. Weil das ist schon nervig, muss ich sagen. Dann die ganzen Steine einsetzen und alles. Ja, ja, ich glaube, ich werde da nochmal speichern. Weil ich möchte das jetzt tatsächlich schaffen, ohne Wesker zu verlieren. Ne, ist halt so. So. Setz das ein. Und setz das hier ein. So. Und mach es auf. Es ist aufgeschlossen. So, öffnen und rein da los. Wir wissen ja, dass hier direkt ja, eine Kiste und ein Speicherpunkt kommt. Und ja, dann sind wir jetzt wieder hier in dem Bereich. Speichern aber nochmal. So. Wir haben auch noch die beiden Medaillen im Inventar, ne? Bin ich mal gespannt, wann wir die noch einsetzen müssen. So, speichere das ab. So, dann überschreiben wir mal den alten Spielstand, damit ich nicht wieder die 4 Minuten danach laufen muss. 22 Speicherungen, das ist schon krass eigentlich. Aber wie gesagt, so im Schnitt eine Speicherung pro Folge. Ja, kommt hin, Freunde. So, okay, dann gehen wir da jetzt nochmal hin. Wir wissen ja jetzt, dass hier nichts kommt. Wir rüsten aber erstmal unsere Schrotflinte aus, die man eigentlich nochmal nachladen könnte. Na, die könnte man eigentlich nochmal nachladen. Wobei, haben wir denn überhaupt Muni dafür? Ist ja auch noch eine Frage. Wir haben gar keine Muni mehr dafür, merke ich gerade. Oh, shit. Unangenehm.
Und packt die mal zusammen. Unangenehm. Okay, wir haben keine Schrotmuni mehr. Das fällt mir auch jetzt erst auf, ne? Okay. Na gut. Dann versuchen wir es aber trotzdem diesmal mal ja, zu stunnen, sag ich einfach mal. Und dass wir dann genug Zeit haben, um diese vier Blöcke darunter zu schmeißen. Wesker ist auch nett, ne? Ja, du bist ein Versager. Hilf jetzt endlich mal. Mensch, Wesker. Du bist ein netter Vogel, echt. So, dann gehen wir runter. Sagt, schmeißt er uns direkt an den Kopf, ne? Du bist ein Versager. Ja, toll. Arbeite endlich mit. Okay. Wir schießen auf Lisa. Okay. Schieß weiter drauf. Okay. Okay, wir können es so machen, glaube ich. Alter, Lisa! Ja, toll, dann sterben wir aber. Dann sterben wir aber, Freunde. Hä? Okay. Wir müssen die einfach nur auf uns ziehen. Gut, dass wir da gespeichert haben, ne? Scheiße. Ja. Höchst interessante Szene. Wir müssen halt irgendwie Wesker beschützen. Besiegen sie die Angst und überleben sie. Ja, machen wir. So. Wir müssen halt irgendwie Wesker beschützen. Und meine Magnum, ich weiß nicht, ob wir die hier nutzen müssen. Blödes Lisa-Vieh, echt. Verdammt nochmal. Okay, wir müssen nicht drauf schießen. Wir müssen Lisa irgendwie auf uns lenken. Auf uns lenken und dann möglichst schnell diese Steine irgendwie runterschmeißen. Ja, ohne dass sie Wesker runterschmeißt, ne? Das ist ja auch so eine Geschichte hier. Ohne dass sie Wesker runterschmeißt. Ich meine, welche Reihenfolge muss man da machen? Das ist ja auch so eine Frage, ne? Welche Reihenfolge? Zuerst den bei Wesker, nehme ich an. Aber dann ist sie auch schon wieder nah dran, also. Ich probiere es jetzt erstmal mit dem Stein zuerst bei Wesker. So. So, schmeiß den runter, Chris. Schmeiß den Stein runter, du bist so langsam. Aber sie kann ja auch springen. Sie kann ja auch springen. Okay, zieh das Feuer auf dich. So, okay. Okay. Okay, und los. Ja, gut. Ah, gut. Das ist gut. Das ist gut. Wesker, schieß weiter drauf. Nein, du schießt nicht auf Wesker. Du schießt nicht auf Wesker. Also, du gehst nicht auf Wesker. So, und hier ist auch jetzt schon der letzte. Oder? Und was müssen wir dann machen? Was ist das? Okay. Und was ist jetzt mit Lisa? Boah, ist das widerlich. Was? Sie springt einfach runter. Errungenschaft freischaltet. Ende des Versteckspiels. Ja, okay. Sie ist einfach runtergesprungen. Wo ist Wesker? Ah, hier ist er. Wesker, hi. I'll investigate this area. A little further. Ja, danke. Dafür, dass du uns, dass wir dir den Arsch gerettet haben, ne? Im Sack liegt ein Skelett. Moment, hier ist noch etwas anderes. Oh, ein Familienfoto. Es ist ein Brief. Meine liebe Lisa, jeden Tag schwindet mein Bewusstsein weiter. Die Spritzen von den Männern in weißen Kitteln machen Mamas Jucken besser. Heute gaben sie mir eine Spritze mit Vitaminen. Wenn sie mir die Spritze geben, kann Mami nicht klar denken. Aber Mami ist traurig, weil Mami es nicht mehr schafft, euch immer in Gedanken zu behalten. Oh Mann, ist das traurig. Mami hat Angst.
Angst, alles zu vergessen. Besonders die Erinnerung an dich und Papi. Wie er aussieht, was wir zusammen gemacht haben. All das verschwindet allmählich in eine Finsternis in mir. Oh, Lisa, ich möchte jetzt sofort dein Gesicht berühren und dich in meinen Armen halten, damit ich unsere wunderbaren Erinnerungen an dich und Papi behalten kann. Lisa, wir können hier nicht bleiben, wir müssen fliehen. Hör mir zu, Lisa, unsere Chance kommt, wenn wir nächstes Mal beide gemeinsam im Labor sind. Wir stellen uns beide bewusstlos und wenn der Mann in Weiß nicht aufpasst, nutzen wir unsere Chance. Das ist denen wohl gelungen. Wenn wir draußen sind, suchen wir gemeinsam nach Papi. Okay, Kleine? Du musst stark sein, Lisa. 13. November 1967, Jessica Trevor. Oh, die Frau von George Trevor. Okay. Sehr interessant auf jeden Fall. Und wir haben da hinten einen Aufzug, wie ich das sehe. Okay, Wesker, dann bleib du mal hier. Machst du, was du willst. Wir gehen in den Aufzug. Oh Gott, Freunde. Ja, okay. Ein Aufzug. Wieder ein rostiger Aufzug, scheinbar. Ja, ist sehr rostig. Oh, ekelhafte Szene da unten, ja. Ekelige Szene. So, was haben wir hier? Ach nein! Ach nein! Ich glaube... Jetzt ist das also hier durchs Herrenhaus. Das ist... Da ist eine große eiserne Tür, sie lässt sich nicht öffnen. Ey, Tatsache, Freunde. Ich werd verrückt. Alles klar. Ich glaube... Eine runde Einbuchtung. Ein Symbol in Form eines Adlers ist eingraviert. Genau, und auf der anderen Seite ist dann das Symbol eines Wolfs eingraviert, ne? Das kann man ja schon sich denken. Ein Symbol in Form eines Wolfs, ja. Okay, Freunde. Dann weiß ich aber auch, was jetzt so ungefähr kommt und das wird eklig. Das wird richtig eklig und das haben sie gut gemacht hier, finde ich, dass sie das hiermit verbunden haben. Finde ich echt interessant. Ich meine, im Original wäre der Weg ein anderer gewesen. Aber okay, ist halt ein Remake, ist halt alles ein bisschen anders. Deswegen finde ich das Spiel ja auch so gut gemacht, ne? Wesker steht da immer noch wie ein Sack Nüsse. Ja. Bleib du mal da stehen, ne? Lass mich die ganze Arbeit machen. Das ist wieder dein Stil, Wesker. So. Und ja, wie gesagt, dieser ist jetzt wahrscheinlich ein für alle Mal weg. Hoffe ich zumindest mal, dass es das jetzt mit ihr war. Ne, und wir haben Wesker gerettet. Das hat endlich geklappt. Ich wollte nicht noch einen Charakter verlieren hier. Deshalb war mir das wichtig, dass wir Wesker helfen und retten. Weil sonst hätten wir das mega, mega, mega böse Ending gehabt. Ja, ich glaube, ihr habt schon geschrieben, dass die Aktion mit Rebecca Ending relevant war tatsächlich. Und ja, also wir kriegen jetzt wohl nicht mehr das perfekte Ende, sondern irgendein alternatives Ende im weiteren Verlauf. Und ja, gucken wir mal. Also, das wird höchst interessant zu sehen, wie das Ending wird. Aber gut, wir sind ja noch lange nicht am Ending. Ne? Es kommt jetzt noch ein großer Bereich auf uns zu hier. Ein großer, ekeliger Bereich. Wie ich ihn aus dem ersten Teil noch kenne. Also das wird... gewöhnungsbedürftig. So, Wesker, du stehst immer noch da. Du machst gar nichts. Du hast gesagt, du untersuchst hier den Bereich. Aber das kennt man ja, ne, von dir. Dass du eher da was Falsches machst, als was Richtiges. So, Freunde, ja, dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. Mir geht es zum Glück noch sehr gut. Tatsächlich, der Herbst ist angebrochen. Und ja, viele Leute aus dem Bekanntenkreis sind krank geworden schon. Aber ich zum Glück noch nicht. Und daher können wir jetzt hier schön weitermachen. Ohne ja, Krankheit. So, gut, dann setzen wir hier jetzt noch den Adler ein. Wie wir das schon aus den vorherigen Teilen kennen. Und da müsste sich jetzt... Ja. Genau.
Das Wasser wurde abgelassen und wir haben dort einen Aufzug. So. Ja, ihr seht's. Und die Tür kann man gar nicht... Ah, ich glaube, aus der Tür... Aus der Stahltür, dahin sind wir mit Jill... Kämen wir mit Jill her. Aber krass, da gäbe es diese ganze Lisa-Geschichte da unten gar nicht. Das ist interessant. So, Freunde. Ja, ihr seht's, ne? Ein Aufzug, der ins Ungewisse führt. Ja. Aufzug benutzen. So. Wir fahren da rein. Und wir sind im Labor. In dem gruseligen, gruseligen Umbrella-Labor. Und ja, hier ist so eine Maschine. Um Himmels Willen, Freunde. Auf dem Schild steht, öffnen nur im Notfall möglich. Ja, die Tür kennen wir natürlich. Also aus dem Original. Dann schauen wir mal. Wir kommen jetzt in einen sehr... Wie gesagt, in einen sehr ekelhaften Bereich. Und die Musik hört sich auch schon so an. Tatsächlich. Und ja. Stimmt, wir müssen die Muni nochmal zusammen machen. Wir haben eine Modiskette tatsächlich. Eine nur, okay. Das ist interessant, dass wir nur eine Modiskette haben. Oh Gott, und die Musik haben sie genauso gemacht wie im Original. Das ist eine richtig ekelhafte Mucke. So, aber die Sache mit dieser speichere ich jetzt einfach. Das ist mir jetzt scheißegal, wenn wir da jetzt 23 Speichergänge haben, aber gut, Laboreingang. Ach, und da klingelt jetzt wieder meine Uhr hier. Ah. Sorry für die kleine Störung hier, aber es geht weiter. Oh Gott. So, los geht's hier. Wo kommen wir hin? Okay, der lange... Alles klar. Der lange Gang. Hier sind, glaube ich, Zombies. Und hier ist einmal Kerosin. Wenn ich mich nicht recht entsinne... Nee, hier noch nicht. Okay. Ja gut, dann... Der ist schon mal weg. Das ist schon mal gut. Mit zwei Schuss. Ja, da sind wieder Kräuter. Ich sehe natürlich jetzt erstmal nichts, ne? Ach, wir haben ja noch ganz viel Zeit hier. Na, komm schon. Dafür braucht der jetzt umso mehr, oder was? Alter, wie viel hält der denn aus? Wie viel hältst du aus, Kollege? Ach, und wir können uns wieder eine Heilung vollmischen. Ja, dann machen wir das doch. Grünes Kraut. Ja, wobei. Nee, erstmal nicht. Ich werde dann erstmal das Heilspray wieder ablegen. Und am besten... Soll ich den verbrennen? Ich meine, wir haben ja noch einmal was in dem Treibstoffkanister drin. Ne? Ja, komm, das machen wir mal. Nee, stopp, das Heilspray weg. So, dann nehmt bitte den Treibstoffkanister mit. Verbrennen wir diesen Zombie da vorne. Ja, ist ein bisschen Hin- und Herlauferei, aber wie gesagt, ich möchte alles sauber haben hier unten, weil hier unten ist es, wie gesagt, eklig. So, wir haben hier noch einmal Treibstoffkanister. Verbrenne bitte diesen Zombie. Dankeschön. So. Und lauf weg da. Brenne. So. Okay. Dann nehmen wir noch das andere Kraut hier mit. Das legen wir gleich auch nochmal ab. Ich meine, so viel, wir kriegen hier wirklich mehr Heilung, als wir ausgeben können. Ne? Das ist. Ich stelle gerade einen neuen Heilungsrekord für mich persönlich auf. Also das ist schon gut. Kann ich es auffüllen? Gut. Wie viel ist hier noch drin? Die Hälfte. Okay. Der Speicherpunkt ist ja zum Glück sehr nah. Ja, wie gesagt, es fühlt sich so an, als habe ich hier definitiv einen neuen Heilungsrekord. Auch vom Original. So.
Gut, weil die werde ich jetzt nämlich erstmal nicht. Oder hatten wir nicht unten noch eins? Doch, doch, da ist doch noch. Ja, komm. Ich meine, misch dir das zusammen. Ich glaube, so viele rote Kräuter sind hier auch nicht mehr. Und wir haben da vorne auch noch ein grünes liegen. Also eine Vollheilung können wir uns auch noch machen. So. Ja, gut. Dann weiter. Auf geht's hier in das richtige Erkunden hier in diesem Labor. Ah, das wird eklig. Ich kann mich nur wiederholen. Sau ekelhaft hier unten. So. Ja. Genau, da die Treppe runter geht's los. Das Kraut mit und B2. Ihr seht's. Da vorne liegt ein Item nochmal. Eine zweite Modisk. Ganz genau. Ich habe mich schon gewundert, wo ist eigentlich die dritte? Ein Teil des Schreibtischs ist mit einer Art Säure bedeckt. Das ist ein elektrisches Verriegelungssystem. Kommen wir erstmal nicht rein. Ja, Freunde, jetzt... Jetzt wird's lustig. Okay, geh hier runter. Und geh hier in das Labor. Jetzt ist es nämlich für die FKK-Freunde für euch lustig. Weil... Ach du Scheiße, die haben sogar die Musik hier reingebracht. Och nö. Hä? Die haben aber was an. Alter, die haben aber was an. Also im Original waren hier nackte Zombies. Ja, ist ja gut. Um Himmels Willen. Schieß doch weiter. Ah, die haben diese eklige Gruselmucke hier mit reingebracht. Oh, ich hasse diese Musik. Ich hasse diese Musik, Freunde. Den einen Zombie müssen wir gleich noch verbrennen. Ich hasse diese Musik. Ah, eklig. Da liegt wieder eine Heilung. Okay, was haben wir da? Wieder ein Heilungsspray oder was? Prüfen. Mach es auf. Ah, ein grünes Kraut. Zweimal grün. Doppelgrün, okay. Oh, ist das... Oh, was für eine eklige Kamerasicht. Alter Schwede. Ja, das ist heftig. Was ist denn das? Mehr Objekte... Wir sind voll, ne? Aha. Freunde, ich würde vorschlagen... Gehen wir die Sachen ab. Oh, mir schauert's gerade, ey. Oh, ist das eklig hier. Ich hasse auch diesen Soundtrack, wirklich. Okay. Dann... Leg die Sachen ab und dann sehen wir bei der nächsten Folge, ja, was es hier noch so gibt in dem ekelhaften Labor. Da habe ich ja die Musik hier noch lieber, ey. So. Ja, Freunde, dann legen wir noch die Sachen ab und dann haben wir die Folge beendet. Sollen wir den Treibstoffkanister mitnehmen? Ja, ich denke mal schon beim nächsten Mal. Da sollten wir tatsächlich den Zombie da auch verbrennen, da unten, oder? Bevor es ein Crimson Head wird. So, aber wir müssen halt tatsächlich erstmal wieder Zeug ablegen, ne? Alter, haben wir Heilung, das ist unfassbar. Die Modiskette können wir auch erstmal ablegen. So, wo ist denn die andere? Da ist die andere. Da ist sogar noch ein Kraut. Das können wir noch nach oben packen. Zur Heilung. Es ist so krass. Es ist so heftig. Schaut euch das an, die Heilung. So, Hexagonwinde. Die brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Wir haben noch diesen Selbstverteidigungsschuss. Naja, wobei, nee, tatsächlich erstmal nicht. Da haben wir zumindest wieder ein bisschen aufgeräumt.
Gut, Freunde, würde ich vorschlagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.